Heute möchte ich euch eine neue Idee von mir zeigen, und zwar Huhn und Henne oder Huhn und Küken oder Hahn und Küken. Dazu brauchen wir zwei Knäuel Filzwolle, eine Rundstricknadel 8 bis 9. Die Filzwolle hat eine Lauflänge von 50 bis 60 Meter. Wenn ihr darauf guckt, das steht dann immer hier auf der Banderole. Dann habt ihr die richtige Stärke erwischt und ihr könnt in der gleichen Größe stricken, wie ich das mache. Zuerst müssen wir 56 Maschen anschlagen auf unserer Rundstricknadel. Wenn ihr keine Rundstricknadel habt, könnt ihr auch gerne andere nehmen. Eine normale Nadel, aber 8 bis 9 müsste es auf jeden Fall sein. Ich schlage an mit doppeltem Faden. Das ist eine andere Art, dann wird der Rand fester. Das habe ich auch schon mal gezeigt. Aber ihr könnt auch die ganz einfache Art nehmen. Das ist dann bei euch überlassen. Wie gesagt, wir brauchen 56 Maschen. Wir haben nun 56 Maschen angeschlagen oder aufgenommen und stricken jetzt auf diese Maschen 4 Reihen rechte Maschen. Immer rechte Maschen, rechts und links. Die ganzen Hennen, Küken und dergleichen werden alle mit rechten Maschen nur gestrickt. Das geht am einfachsten und nach dem Filzen sieht man es sowieso nicht mehr. Ich habe da jetzt ein anderes Strickbild genommen haben und es geht auch recht schnell. Wie gesagt, 4 Reihen. Und die letzte Masche, wie ich euch immer zeige, wird nicht gestrickt, sondern einfach nur abgenommen auf die Nadel. Das zeige ich noch mal für die, die sonst meine anderen Sachen noch nicht angeguckt haben. Das ist nämlich wichtig, strickt man die letzte Masche auch, wird das Strickbild ganz wellerig. Also es wird nicht schön gerade, es wird einfach zu weit rechts und links. Deswegen hebt man die letzte Masche nur ab und das geht jetzt so. Den Faden nach vorne und die Masche einfach nur abheben. Umdrehen und dann stricken wir hier weiter. Wie gesagt, 4 Reihen. Nun sind die 4 Reihen gestrickt und wir nehmen jetzt immer am Anfang von der Reihe eine Masche ab. Das zeige ich euch. Wir heben die erste ab, stricken die zweite und ziehen die hintere über die vordere. Das ist alles. Dann stricken wir die Reihe durch und machen das auf jeder Seite, damit ein ganz großes Dreieck entsteht. Und das macht ihr jetzt bitte, bis ihr alle abgekettet habt oder abgenommen. Vielleicht zeige ich euch noch einmal das Abnehmen, wenn die Reihe zu Ende gestrickt ist. Immer schön rechte Maschen nicht vergessen. Wir wollen auch, dass es zügig fertig wird. Deswegen mache ich eigentlich immer ganz einfache Sachen, die Spaß machen und im Ergebnis ganz toll sind. Aber so einfach wie möglich, damit auch Anfänger das nachmachen können. Wir sind gleich wieder hinten. Wie gesagt, ich hatte es schon mal gesagt, die letzte Masche bitte nicht stricken. Faden nach vorne abheben. So, und beim Abnehmen hochheben, eine Masche stricken rechts, die hintere über die vordere. Und das machen wir jetzt komplett durch, bis wir nur noch drei Maschen auf der Nadel haben. Unser Dreieck ist jetzt abgenommen. Ihr wisst ja, also Filzwolle ist gar kein Problem, wenn das Knäuel zu Ende ist, einfach anknoten. Man braucht es nicht zu vernähen wie bei anderen Strickteilen, weil beim Filzen verfilzt es sich so sehr, dass man dann nachher die Fäden nur noch abschneiden kann und gut ist es. So, wir haben jetzt nur noch drei Stück auf der Nadel. So, die letzte stricken wir. Die stricken wir auch. Nehmen es ab und heben die drauf. Dann haben wir noch zwei und jetzt machen wir noch eine schöne Spitze. Die stricken wir nun und die stricken wir auch. Und dann ziehen wir die eine über die andere.
So, jetzt lassen wir bitte die Schlaufe hängen und nehmen uns eine Häkelnadel. Wir benutzen die Schlaufe weiter, legen das so aufeinander, was ich immer ganz gern mache. Ich habe ja hier unten die zwei Fäden. Die verknote ich so, dass ich beim Zusammenhäkeln von diesem Teil schön aufeinander komme. Und jetzt häkeln wir den Körper zusammen. Wir machen erstmal zwei Luftmaschen, damit sich das nicht so zieht. Und häkeln mit festen Maschen den Hahn oder die Henne, wie ihr möchtet, zusammen. Seht ihr das? Das sind ja die zwei Reihen, das sind so klar wie die zwei kleine Faust. Ja, da. Da gehen wir komplett durch, ziehen den Faden durch, haben wir zwei Schlaufen und machen durch die zwei Schlaufen eine. So, dann gehen wir wieder hier durch. So, und dann häkeln wir mal den ganzen Körper so schön ordentlich zusammen. Der Körper ist jetzt zusammengehäkelt, das ihr seht. Für die Fertigstellung brauchen wir einfach noch ein paar Filzreste. Alles, was ihr so zu Hause habt, was ihr mögt. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Als nächstes machen wir jetzt den Federschwanz vom Hahn. Ich nehme dazu eine Multipink. Das ist das Ende, wo wir zusammengehäkelt haben. Wir nehmen jetzt unsere Farbe, ziehen uns eine Schlaufe durch. So, haben wir es schon fest. Und machen jetzt 20 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir haben 20 Luftmaschen. Eine lassen wir frei und dann machen wir feste Maschen darauf. So. Das Schöne bei der Wolle ist, wenn wir das bis unten dann mit der festen Masche verhäkelt haben und es wird dann gefilzt, dann dreht es sich fast wie kleine Schillerlocken. Das ist jetzt eine Art, wie man die Schwanzfedern machen könnte. Man kann aber auch wie bei dem kleinen, das ist ein Eierbecherwärmer zum Beispiel, nur Luftmaschen machen und die dann zu einer Schlaufe schließen mit einer festen Masche. Das wäre auch eine Art. Aber ich finde es eigentlich ganz schön bei dem großen Hahn, wenn das ein bisschen ausgeprägter ist. Und wir brauchen auch nicht nur hier eine Farbe nehmen. Das liegt ganz bei euch. Man könnte jetzt auch den Federschweif kunterbunt machen mit allen möglichen Resten, die ihr habt. Auch braucht ihr die Henne und den Hahn natürlich nicht in Naturweiß zu machen, wie ich das mache. Ich mache das meistens in der hellen Farbe, wenn ich euch das zeige, damit es einfach die ganzen Sachen besser auffallen. Ich könnte jetzt auch eine dunkelbraune Henne machen, aber dann seht ihr das ganz schlecht, wenn ich abnehme, die Dekoteile anbringe. Das ist dann einfach bei heller Wolle schöner und das ist euch ganz alleine überlassen, wie ihr das haben möchtet. Aber eine braune Henne macht eine schwarze oder eine weiß-schwarze, weiß-braune, rot-braune. Oder eine Orange, das sieht auch ganz toll aus. Oder ihr nehmt alle Reste, die ihr zu Hause habt und macht eine kunterbunte wie Patchwork. Das sieht auch immer ganz toll aus. So, jetzt machen wir erstmal den Schweif fertig. Und dann zeige ich euch den Kamm, den Schnabel und so weiter. Ich habe nun einen ganzen Puschel angedeutete Federn gehäkelt. Ich habe jetzt auch zwei Farben genommen. Einmal das Pinke und das Weiße. Das wird versetzt in unsere gehäkelte Naht hier oben eingehäkelt. Alles schön aufeinander. Das muss gar nicht so ordentlich sein. Das sieht man da nicht mehr. Ich möchte euch nur mal zeigen, wenn man es fertig gehäkelt hat, am Ende der festen Maschen, wie wir das dann beenden. Wir gehen da einmal rein. Dann haben wir zwei Maschen. Dann nehmen wir den Faden und ziehen den durch die beiden durch. Und dann machen wir zur Sicherheit noch mal eine Schlaufe und ziehen die durch. So ist es fest. So, das wäre jetzt da. Der Schwanz. Jetzt zeige ich euch, wie wir den Kamm macht. Dazu nehme ich eine dunkelbraune, ihr könnt eine hellbraune nehmen, egal was ihr da habt.
und geht dann hier oben hinein. So, eine Luftmasche, noch eine und dann machen wir hier drei Stäbchen. Eins, zwei, drei und gehen ihr eins weiter runter und machen eine feste Masche. So, haben wir den ersten Kamm. Jetzt mal wieder eine Luftmasche und dann eins, zwei, drei, vier, weil der zweite Kamm ein bisschen größer wird. Und daneben gehen wir eins weiter nach unten, machen eine feste Masche. So, das wäre jetzt unser Kamm. Den Kamm haben wir jetzt fertig gemacht. Jetzt suchen wir uns eine Stelle aus für die kleinen Bäckchen. Und zwar gehen wir da hinein mit der Häkelnadel, ziehen uns eine Schlaufe runter, machen eine feste Masche. So, und jetzt machen wir 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gehen wir wieder da hinein in die gleiche Masche und eine feste. Dann drehen wir uns herum, machen eine feste, so und dann in die Luftmasche machen wir ein Stäbchen, in die nächste zwei Stäbchen, eins, zwei, Moment, so, dann machen wir zwei Luftmaschen.